Hallo, mein Name ist Thorsten Nesch. Ich lese aus Joyride Ost. In Geografie hatte uns Frau Kleinbullen-Baratschis, ihr könnt mich aber auch Claudia nennen, gesagt, es gäbe Metropolen, Großstädte, Städte, Kleinstädte und Dörfer. Man könnte sie nach Einwohnerzahl und sogenannter Infrastruktur benennen. Das war das einzige Mal, dass ich mich gemeldet hatte. Ich wollte es genau wissen. Frau Kleinbullen-Baratschis, wir können sie aber auch Claudia nennen. Ja, Tarik. Sie hätte mich in diesem Moment auch drangenommen, wenn draußen ein Airbus-Bruch gelandet wäre. Ich stand auf der Kippe. Was ist denn dann wessen Heim? Gute Frage, Tarik. Und was meint ihr? Fragte sie pädagogisch die Klasse. Ich habe Sie gefragt, Frau Kleinbullen-Baratschis. Jeder wusste, wer jetzt etwas sagte, wäre in der Pause dran. Niemand meldete sich. Also, Tarik, dein Wessenheim ist eine Kleinstadt. Mit meinem Namen liegen Sie richtig, aber es ist bestimmt nicht mein Wessenheim. Und es kann keine Kleinstadt sein, es sei denn, Kirchenzahl und Moschee können mit einer weiterführenden Schule gegengerechnet werden. Das ist richtig, aber es müssen nicht alle Merkmale gleichzeitig erfüllt sein. Ja, welche denn? Wir haben kein Schwimmbad, kein Kino, keine Bibliothek. Nicht, dass mich Letzteres wirklich interessiert hätte, aber Frau KB umso mehr. Sie seufzte. Du könntest wirklich gut sein in der Schule. Das weißt du auch, Tarik. Was erwartete sie jetzt für eine Reaktion von mir? Ein Aha-Erlebnis? Ha, stimmt, jetzt? Ja, wo Sie sagen, Frau KB, ich habe alle Möglichkeiten im Leben. Natürlich, ich kann es schaffen. Deswegen komme ich auch zur Geografie, damit ich mich später nicht verlaufe. Die Welt wartet ja auf mich. Wozu brauche ich dann so einen Quatsch wie Geografie? Sie war erstaunt. Wenn nicht Geografie, was würdest du denn gerne lernen? Nun war ich erstaunt über die erste Lehrerin, die mich fragte. Ja, der Klasse gefiel es. Die Kids lauschen waren stiller als sonst. Also wenn ich die Wahl hätte, etwas Lebensnahes. In Bio hatten wir Verhütung. Verhüten, das bringen sie einem bei, aber nicht, wie man es richtig macht. Ja, warum bringt man uns nicht das Poppen bei? Verhütungsmethoden ja, Stellung nein. Sie wurde rot, rot, rot und wandte sich ab. Warum lässt sich ein smarter Kerl wie du nur so hängen? Das tut einem in der Seele weh. Die Klasse johlte. Einer rief, wenn du wissen willst, wie man richtig poppt, dann gebe ich dir gerne Nachhilfe. Ich winkte ab. Danke, ich hab lieber Mädels. Bleib du bei deinen Vierbeinern. Die Klasse lachte. Frau KB seufzte nochmal, hob die Hand, worauf wir uns beruhigen sollten und laberte irgendwas von wegen zurück zum Thema. Hey, nimm das Ding ab, sagte mein Bruder Mohammed und zeigte auf meine Sonnenbrille. Warum? Stört dich daran? Frage ich. Wir sind in unserem Zimmer. Er teilt sich einen Raum mit seinem kleinen Bruder. Wie lange muss er das schon hassen? Nur weil er keinen Job findet, weil niemand ihn hier in Wessenheim oder Münster anstellen will und weil er ehrlich bleibt, nicht in der Stadt dealt wie seine früheren Freunde, die er kaum noch sieht. Er hat nämlich keine Kohle und sie haben keine Zeit, weil sie entweder pennen, dealen, feiern oder im Knast sind. Und er teilt sich ein Zimmer mit mir in der Wohnung seiner Eltern mit 24. Das nenne ich verschärfte Sicherheitsverwahrung. In seiner Freizeit stemmt er seine selbst zusammengeschweißten Gewichte, die er morgens unterm Bett hervorholt und abends wieder darunter verschwinden lässt. Und er hat eine Menge Freizeit. Das sieht man ihm nämlich an. Bei seinem Alltag frage ich mich, was er eigentlich gegen Knast hat. Ich will nicht, dass dir ein Splitter ins Auge kommt. Ich klatsche dir nämlich gleich eins, sagt er. Langsam nehme ich die Brille ab, putze sie an meinem Shirt. Nicht, dass sie dreckig ist, aber manchmal sagen Gesten mehr als Worte. Und selbst? Was und selbst? Genau. Komm mir nicht noch schlau, sagt er. Ich will gerade etwas Eskalierendes loswerden, da ruft unsere Mutter aus der Küche. Essen! Vater sitzt schon am Tisch, auch meine Schwester Aisha, die Überfliegerin, Gymnasiastin, 12. Klasse. Ich darf mich glücklich schätzen, mit ihr noch dinieren zu dürfen. Sie hat einen Freund, Münsteraner, Deutscher. Fast jeden Tag holt er sie mit seinem pisseligen Polo ab. Vorne an der Hauptstraße lässt er sie raus. Unsere Eltern wissen nichts davon oder tun so. Mich hat er auch mal mitgenommen. Einmal allerdings nur. Ich hätte ihn wohl besser nicht auf die Pickel ansprechen sollen. Wie lange hast du schon die Pickel? Seit einiger Zeit. Drückst du die jeden Morgen aus? Nein. Darf man nämlich auch nicht. Das wird ja nur schlimmer. Meine Schwester Aisha drohte mir, ich sollte aufhören. Sie würde mich aus dem Wagen werfen. Kennst du überhaupt Clairasil? Ich marschierte dann den Rest an der Landstraße entlang nach Wessenheim. Rechts von mir zirpten Grillen im Straßengraben und aus meinem Nokia rappte die Gossenposse. Ein Hals in der Schlinge, ein Rücken an der Wand, ein Schritt vom Abgrund stehen ist das Rad, 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 an dem wir drehen. Ein schöner Nachmittag. Der Bus mit meinen Kumpels fuhr an mir vorbei, lachend zeigten sie mir alle den Finger. Einer drückte seinen nackten Hintern an der Heckscheibe platt, aber es hätte auch sein Gesicht sein können. Ich weiß gar nicht, wie lange ich heute schon an der Hauswand lehne. Ich warte auf Jana.
Die Autos auf der Hauptstraße brannen an mir vorbei, nicht eines hat gehalten. Wer in Wessenheim anhält, muss tanken oder lebt ja, ansonsten gibt es keinen Grund. Ich gehe die Hauptstraße auf und ab. Jana lässt sich nicht blicken. Morgens im Bus oder in der Schule ist es unmöglich, irgendwie einen Blick auszutauschen, ohne dass eine dieser Pappnasen was merkt. Sie muss doch auch mal auf die Hauptstraße. Obwohl, mir fällt eigentlich kein plausibler Grund ein. Kinder, es wird laut. Sie laufen vorbei mit einem Fußball, sind auf dem Weg zum Bolzplatz. Bolzplatz von Wessenheim. Der geschlossene Meckes-Parkplatz. Ja, das muss man sich mal vorstellen, in diesem Kaff geht selbst der Meckes kaputt. Die Blagen ballern gegen die Hauswand neben mir, ausgerechnet hier. Wollen die mich nerven? Hey, zieht Leine! Warum, meint der Größte von ihnen. Weil deine Windel stinkt. Er geht weiter. Glück gehabt, du Wicht. Als er den Ball fangen will, verpasst er den Ball. Und er titscht auf die Hauptstraße und zwischen den hupenden Wagen durch bis auf die andere Seite. Niemand hält. Jetzt glotzen sie blöde. Ich lache auf. Es war wohl der Anpfiff. Es war wohl der Abpfiff. Sie reagieren nicht. Stehen beieinander. Na, was machen die wilden Kerle jetzt? Holt ihr eure Mami? Rufe ich. Der Größere dreht sich zu mir um, macht ein paar Schritte auf mich zu. Kannst du uns den Ball holen? Ich glaube es nicht. Was? Kannst du uns den Ball holen? Knie nieder und sag bitte. Scheiße tue ich, sagt er. Er hält meinen Blick stand, der Kleine. Lässt sich nicht unterkriegen. Respekt. Was soll's? War eine gute Tat für heute. Ich stoße mich von der Wand ab und überquere die Straße. In der Mitte muss ich kurz stehen bleiben und lasse einen Sattelschlepper vorbei. Der Ball liegt auf dem Bürgersteig. Tatsächlich steckt er in einem Kellerfenster fest. Ich befreie ihn mit dem Fuß und kicke ihn dreimal gegen die Wand. Wie früher. Geht noch. Die Kleinen können sich ruhig noch gedulden. Noch eine Sekunde und noch eine. Ja. Und er titscht ab und ich gehe zurück und rempel eine Person hinter mir an. Ich sage sorry und drehe mich um. Pass doch auf, sagt Jana und ich reibt sich ihr Bein. Sie macht keine Anstalten weiterzugehen. Sie schaut mich an und ich schaue sie an. Tu ich doch, sage ich. Sehe ich. Spielst du Fußball? Gerne? Allein? Mein Fuß ruht auf dem Ball wie eine Geste aus einem anderen Jahrhundert. Ich Idiot. Der Ball gehört den Babys da drüben. Sie schaut sich um. Kids rudern mit den Armen. Ich nehme den Ball auf und schleudere ihn in einem hohen Bogen über die vorbeifahrenden Autos. Die Kids nicken dankend zurück und gehen weiter, während sie sich gegenseitig den Ball zupassen. Du hast ihnen den Ball geholt? Fragt sie. Na, wie cool ist das denn? Tarek, der Kindergartenkopf. Das ist ja lieb von dir. Was ich jetzt ganz anders anhörte als aus dem Mund meiner Mutter. Vor allem in der Verbindung, wie sie sich dabei gedreht hat, ihre Augen kurz aufgeschaut haben, bevor sie ihrem Körper in der Bewegung folgten. Oder meinte sie das jetzt ironisch? Ich folgte ihrem Schritt. Sag was, Tarek, sag was, irgendwas. Kommst du mit zur Ampel? Was hab ich denn da gerade gesagt? Oh, Mann, zur Ampel, Alter. Okay, sagt sie. Okay ist okay, denke ich. Ja, okay. Und was geht? Es geht, sagt sie. Cool, mehr bringe ich nicht raus. Aber wie kann man dann auch? Klar denken, beim Kloß im Magen. Wie machen Schauspieler das? Neben Angelina Jolie. Wir gehen in Zeitlupe nebeneinander her, die Ampel 50 Meter entfernt. 49, 48. Wir trödeln. Unsere Schritte so kurz, als zögen wir einen Reisebus hinter uns her. Ein Grauhaariger mit Gehhilfe rast an uns vorbei. Jana lächelt mich an. Bist nicht so gesprächig wie in der Schule? Sie lächelt und schaut und wir lächeln und schauen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Mund jemals so trocken war. Mein Kopf glüht und ich kann nur froh sein, dass ich nicht so blass wie eine Schweinsnase bin. Geben wir uns die Hand? Geben wir uns die Hand zum Abschied? Was machen wir dann? Eine Berührung? Wird sie mich berühren? Ich hoffe nicht. Meine Flochten sind patschnass. Schweiß. Der Kloß im Magen wird größer und der in der Hose auch. Was schleppe ich bloß für einen kranken Körper mit mir rum? Ein Tier. Wie ein Tier. Ich wünschte, ich könnte auf allen Vieren gehen. Ich muss mal Dünnschiss. Tarek? Was? Ja? Alles klar? Klar ist alles klar. Eins ist klar, ich muss mich tatsächlich... So, jetzt sind wir bei der Ampel, sagt sie. Ja, die Ampel. Und ich gebe der Ampel einen Schlag an den Mast, als handelt es sich um ein Pferd. Du nimmst immer die Ampel? Nie, sage ich. Warum denn heute? Super, war das geplant von dir? Hat sie mich reinlaufen lassen? Weil ich ein gutes Beispiel sein wollte für die Kinder. Die sind doch schon lange weg, sagt sie. Aber als ich gesagt habe, waren die da. Touché. Stimmt, sagt sie. Sehen wir uns wieder? Ich höre mich an wie eine Figur aus den Telenovelas, die meine Mutter mal anschaut. Wenn du heute Abend nicht in den Krieg ziehst, sagt sie, sehr wahrscheinlich morgen im Bus. Sie lacht und ich falle mit ein. Ich meinte, was? So an einem Nachmittag beim Ball holen? Ja, oder so. Geht morgen vielleicht? Ich weiß nicht. Mein Gott, wie eng ist ihr Terminkalender? Sie zeigt hinter sich. Die Ampel ist grün. Ist nichts Besonderes bei Ampeln, sage ich. Sie lacht wieder und knufft mich an. Wir lachen. Ich möchte sie immer lachen hören. Wir sehen uns morgen, sagt sie und sie dreht sich ab. Willst du meine Handynummer? Frage ich. Ja, warum nicht?
9743210 5. Gut, sagt sie. Willst du die nicht aufschreiben? Bis morgen.